Hallo zusammen. Diesen Sommer bin ich unterwegs gewesen mit einer anderen erwachsenen Person und zwei Kindern in einem Wohnmobil 17 Tage von Berlin nach Schottland, durch Schottland und zurück über die Fähre 3500 Kilometern. Und wir haben besucht unter anderem Lough Shiel bei Harry Potter Brücke, eine Ferry Bridge, einmal Edinburgh und auch Balmoral, um nur einige der Highlights zu nennen. In dieser Folge erzähle ich euch, wie es war, den Camper abzuholen, die Erstübernachtung zu bewerkstelligen, einmal Pommes zu essen in den Niederlanden. Das Ganze deckt 2 Tage ab, geht bis zur Fähre in Rotterdam und 740 Kilometer. Es ist nicht das Spannendste der Berichte, aber es gehört einfach zur Reise dazu, also legen wir los. Schon einige Tage bevor es losging, sagte mir das Universum, dass es langsam Zeit sei, nach Schottland zu fahren, und erfreute mich mit dem Glenfinnan-Viadukt auf dem Anmeldebildschirm. Wie auch bei Roadsurfer gab es den Countdown, der mir jeden Tag meine Vorfreude weiter steigen ließ. Als es dann endlich soweit war, fuhr ich mit den Öffentlichen nach Berlin-Schönefeld, wo ich das Wohnmobil in Empfang nehmen wollte, und freute mich bereits beim Aussteigen über die vielen Wohnmobile, die ich da entdecken konnte. Im Innenbereich gab es Ausmalmöglichkeiten für Kinder, passend hier schön das Wohnmobil auszumalen. Und dann staunte ich über den Außenbereich, der direkt in der Einflugschneise vom BER Airport lag. Ich wusste nicht so genau, wo ich mich platzieren oder anstellen sollte, da einige Übergaben stattfanden. Und so ging ich nach draußen und harrte der Dinge. Nach der getanen Übergabe freute ich mich wie Bolle über das erste Selfie im Wohnmobil und belud für den Rest des Tages, das müsst ihr auch tatsächlich so einplanen, das Wohnmobil und dokumentierte schon vorhandene Schäden zur Sicherheit, um dann am nächsten Tag Richtung Rotterdam aufbrechen zu können. Die erste Etappe führte uns bis nach Osnabrück, wo wir übernachteten, 432 Kilometer, wo wir dann freistanden auf einem Parkplatz und freuten uns über die dortige Gesellschaft. Viele Grüße an den roten Camper dort. Wir haben leider nicht miteinander gesprochen, und wie ihr sehen könnt, stand draußen die Box, die auch Zeugnis dessen ist, dass wir dann auch immer wieder räumen mussten. Davon berichte ich auch in einem anderen Video, das ich dann hier verlinke. Wir hatten geplant, immer im Wechsel freizustehen, so 1 oder 2 Tage, und dann im Campingplatz unterzukommen oder auf einem Stellplatz. Meine Tochter und ich schliefen unter dem Dach, und hier hatte sie auch ganz wunderbar ihre Spielzeuge drapiert. Wir staunten am nächsten Tag über den Wasserverbrauch, den wir hingelegt hatten, und machten uns anschließend weiter auf den Weg Richtung Apeldoorn, 155 Kilometer, wo wir dann einkehrten, um einmal Patat Oorloch zu essen, eine niederländische Pommes-Spezialität. Die serviert wird mit Mayonnaise, hier die gelb-weiße Soße in der Mitte. Und links davon diese bräunliche Soße ist Erdnusssoße und rechts davon so eine Art Currysoße. Das Ganze drapiert mit frischen Zwiebeln, kann ich wärmstens empfehlen. Wir stellten weiterhin fest, dass uns noch einige Sachen fehlten, und zum Glück gab es neben dieser Cafeteria, wo wir einkehrten, einen Supermarkt, den wir dann auch nutzten. Anschließend fuhren wir noch die restliche Strecke, 160 Kilometer, bis zur Fähre, wo wir gerade rechtzeitig kamen, um noch umzupacken für die Übernachtung auf der Fähre und 20 Minuten später das Check-in mitzumachen. Von der Fährüberfahrt selber erzähle ich in der nächsten Folge, wie auch unter anderem von einem sehr schönen Afternoon Tea, einer Very Harry Potter Straße, einem Wikingermuseum und einem sehr schönen Stellplatz mit wunderbarer Aussicht. Bis zum nächsten Mal.